Augen auf. Hirn zu. Hier sind wieder Brainless Play. Ich habe einen Frosch im Hals. Ja. Ich bin hier mit Fender Valley. Und ich mit Saffron. Und wir haben eine Notiz gekriegt. Wir sind das Monster unterm Bett. Ja. Lies die Notiz. Oh. Vater Martins Zelle. Der Priester Vater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Okay. Haben wir da irgendein Ding nicht gefunden? Na egal. Okay, er hat seine Gegner nicht getötet. Das war vielleicht nicht ganz so clever. Okay. Gut. Also, bisher muss ich sagen, ist es gar nicht so gruselig. Der erste Part war jumpscarig. Oh, hallo. Ich bin froh, dass ich hier drinnen und du da draußen bist. Jetzt könnte da so eine Atmosphäre der Bedrohung auftauchen. Dich mag ich nicht. Dich mag ich. Solltest das filmen. Wir brauchen das für unseren Indie-Horrorfilm. Okay. Wir können uns immer noch unter unserem Bett verstecken. Ja. Halleluja! Und wahrscheinlich sollten. Aber sagen wir so, wenn ich dieses Spiel allein spielen würde, dann hätte ich schon lange aufgehört und es nie wieder angefasst, wahrscheinlich. Mit dir zusammen geht's. Hallo. Oh. Ach! Wow! Mann, du zockst voll ab! Oh. Ja, geh nicht zu nah ran, der haut dich. Nein, doch nicht. Alter, du erschreckst mich mehr als dieses fucking Spiel mit deinem Umgefuchtel. Tut mir leid. Ist da unten auf dem Boden eine Bad? Ich würde da nicht reingehen. Ich schon. Ah, so einer hat uns im Keller vermöbelt. Nee, da hatte noch ein zweites Auge. Nee, der im Keller hatte kein zweites Auge. Maybe Father Martin's man. Maybe. Mach mal Licht. I would like to kill. Oh, das sind die Penis. Würdest du bitte wieder auf die Gesichter... Ich muss das zensieren! Nein, musst du nicht. Doch, YouTube hat damit Probleme. Nein, andere Leute zensieren auch nicht. Okay, die zwei sind Covergesichter für dieses Spiel gewesen. Ugly Faces. Okay, ist einer von ihnen Billy? Das klingt nicht gesund. Ach, das ist bloß der. Hat er vielleicht seinen Kopf gerade gegen die Wand gehaut? Wahrscheinlich schon. Komm ich hier durch? Du willst da nicht lang. Warum nicht? Weil da die zwei Typen stehen, die gesagt haben, er sieht lustig aus. Dürfen wir ihn töten, ne? Das hat nichts damit zu tun, ob ich da lang will oder nicht. Du willst da runter eigentlich. Also, du willst nicht, aber das ist dein einziger Weg, so wie ich sehe. Und du hast keine Batterien mehr. Ich habe schon noch Batterien, ich müsste bloß nachladen. Ah, Moment ist noch. You look like you've seen a ghost. Ja. Hallo. Oh. Diese Zellen sind perfekt für Jumpscares. Ich weiß. Deswegen suche ich dir auch alle ab, damit du sie nicht hast. Da, hallo. Siehst du? Hier. Hallo. Schön, dass die Aggressiven hinterführen. Du willst das nicht öffnen. Ich weiß, dass ich es nicht will, aber ich versuch's trotzdem. Guck, das sieht voll scheiße aus. Es ist schön, dass die draußen sind, alle friedlich sind. Hallo. Oh. Der hat keinen Penis mehr. Der hat vieles nicht mehr. Zum Beispiel Haut. Oh, hi. Hi, Freund. Ich mag dich nicht. Bleib bitte in deiner... Hier habe ich, glaube ich, noch nicht. Ich wusste, dass dieses Geräusch daher kommt. Ah, die Tür geht tatsächlich auf. Vielleicht sind da Batterien oder sowas drin. Das wäre schön. Nein, das ist dein Weg nach draußen. Na fein, dann suche ich erstmal den Rest ab. Ich hätte nämlich gerne Batterien. Und ich glaube, ich werde dafür belohnt. Ja. Okay. Für deinen... Ich brauche sowieso eine neue. Du wirst für deinen Mut belohnt. Du siehst nicht mehr so sonderlich hübsch aus. Nee, die schauen alle nicht mehr so sonderlich hübsch aus.
Ah, ich kann mich aber unten verstecken. Ach komm, hör auf mit dem Kopf. Mit welchem Kopf? Das ist ekelhaft. Ach, der. Ja, vor allem dieses matschige Geräusch, als wie wenn man irgend so eine weiche Mandarine Orange irgendwo gegenhaut. Hallo. Oh, noch so einer. Sieht echt toll aus. Ich mag den. Nein. Kann ich den behalten? Der hat was Puppenhaftes an sich und ich mag keine Puppen. Du magst gar nichts. Nein, ich habe Abneigung gegen alles Horror. Bei mir funktioniert eigentlich jeder Standard-Horror irgendwie. Kinder, ja. Elefanten, lustige Einhörner, Clowns. Das ist alles schlecht. Und tot. Oh, das ist wieder mal so richtig dämlich. Ah! Gott! Würdest du aufhören, dich ständig zu erschrecken? Weißt du, wie nervig das ist? Ja, tut mir leid, du weißt doch, dass da was kommt. Okay. Nekromantie? Ich glaube nicht. Das ist dieser verdammte Ort, ganz ehrlich, dieser Scheißort! Sterben gehört hier zu den weniger schrecklichen Dingen. Dann stirb doch einfach. Okay, verdammt nochmal, zeig, was die da machen. It's sick. You're sick. Hier, ich sehe hier nichts Nekromantisches. Ja, aber der schaut noch relativ gut aus, der da. Ja. Das, da kommst du nicht rüber. Das Killface hier. Und der muss sich wahrscheinlich jede Nacht bücken. Ja, wahrscheinlich. Vor allem zu diesen zwei wunderbaren Kerlen mit den langen Schwänzen. So lange waren die jetzt auch nicht. Okay. Da ist noch jemand bei Verstand? Nein. Relativ. Er hat mit uns geredet, einigermaßen kohärent. Ich brauche neue Batterien, ich kann die nicht ewig erforschen. Es wird echt hässlich, wenn wir anfangen. Wenn es losgeht, dass uns die Batterien ausgehen. Oh, jetzt bin ich ja dann doch da. Hey, vielleicht kannst du dich da entlanghangeln. Ach nur, das war bloß wieder so eine... Du musst dich da wahrscheinlich entlanghangeln. Ja. Ja, gut. Da, wo diese zwei Typen mit den... Ja, die nackten Typen standen. Den hat's auch schon erwischt. Ich bin happy, 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 happy. Ich mag diesen Ort nicht. Ach, was? Warum hat uns Priester Martin... Ah, dahin. Das Schöne ist... Warte, schau mal auf den... Na, was? Auf dem Boden. Das sind alles Kannen. Dosen. Kannen. Englisches Wort. Hey, was steht da? Hier ist mir nix. Gott. God or no. Oh, cool. Follow the blood. Cool. Folgen wir dem Blut. Okay. Gott weist uns immer einen Weg. Folge dem Blut. Nein. Ah, eine Dekontaminationskammer. Dekontamination, okay. Hey, wir sind wieder... Block A. Da waren wir noch nicht. Einigermaßen raus aus den Irrendings, Zellen. Aber die Jungs sind hier immer noch irgendwo. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie der Priester gegangen ist. Natürlich nicht. Ist das die Blutschutzbuhr, der folgen soll? Nee, da ist ein Pfeil. Naja, das Projekt hieß ja Wall Rider, nicht wahr? Ah ja. Ich schätze, der kann durch Wände gehen. Du, down the... Down the drain. Hallo. Guckt der gut? Ja, schau dir noch ein bisschen um. Ah. Okay, was haben wir hier? Journal. An H. Grant von N. Wolfram betrifft Kursprogramm für Patienten. Hell, sollten wir schon mal schreiben. Patient Vater Martin Achim Bo. Oh, schön. Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Oh, sie wollen es einstellen. Mein Patient Martin Achim Bo hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptung von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Oh, das ist, Martin ist auch der Priester. Ja, ja, das ist Martin. Vater Martin. Genau. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht. Außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram. Oh, der Einzige, der noch nicht kapiert hat. Neil. Geh erstmal außenrum, vielleicht ist da hinten... Nein, keine Batterien. Da komm ich her.
Ja gut, du willst ja sowieso ins Stockwerk eins weiter unten. Also down the drain. Flatsch. Genau, weil die... Oh Gott. Hier ist Licht. Wenn du Türen schließt, kannst du deine Verfolger abbremsen. Warum würden sie uns das jetzt sagen? Ich habe keine Tür, die ich schließen kann. Doch, die. Außer die hier. Du kannst doch mal reinschauen in die Tür. Hab ich vor. Hätte ich auch gesagt. Vielleicht sind da Batterien drin, die wir so... Wow, wirklich? Okay, du solltest hinter dir die Tür schließen. Wenn sie dir sowas jetzt schon sagen, solltest du versuchen, immer hinter dir Türen zu schließen. Eine okay. Beschwörung. Keine Experimente, sondern Rituale. Das ich will Batterien. Mein Problem ist nicht, dass es mir zu gruselig ist. Oh ne, aber ich will halt einfach mal was sehen. Ja, ja, und sobald uns die Batterien ausgehen, haben wir verschissen, weil dann sowas wie im Keller wird unmöglich. Mach die Tür hinter dir zu. Ja, stimmt, da kommt bestimmt uns hinterher. Ah, komm. Ich dachte eigentlich, das wäre die wichtige Tür, die wir... Ja. Naja, da wollen wir raus wahrscheinlich, das ist der Aufzug. Geht's nicht lang? Nein. Wenigstens arbeitet dieses Spiel mich mit ganz so viel... Was so? Ich weiß bis immer nicht, welcher Verrückten uns jagen will und welcher nicht. Ja, ja, das ist... Okay, da wird gerade jemand das Kopf eingerammt. Ich glaube, der rammt sich selber den Kopf ein. Auch möglich. Nee, nein, da hat jemand anders den das Kopf. Das heißt, wir wollen gerade nicht gesehen werden. Ja. Wie wär's in den Schrank da drüben? Ich denke, der hat gerade den Wachmann mit der Keycard umgebracht, die uns weiterhelfen wird. Schauen wir mal. Oh, man sieht hier so wenig. Ja, ja, aber das Problem ist, es ist noch nichts getriggert. Das Schlimmste ist, wir werden wahrscheinlich in der Zelle wieder neu anfangen müssen, wenn wir sterben. Ja, das ist kein Problem. Bisher ist ja nichts passiert, ja, okay. Was irgendwie schwierig ist. Wir haben auch nichts gefunden oder so, was wir backtracken müssen. Wir haben jetzt ein, zwei Journals oder so. Ein Journal. Ein Ass. Ace of Spades, um genau zu sein. Der hat ein Messer. Ich weiß bis nicht, ob er mich hasst oder nicht. Der wird dich angreifen. Ah, ne, er hat einen Schlagstock. Ich glaube nicht, dass das großartig was ändern wird. Nee, wenn er dich angreift. Der steht auch hier nur rum. Ja. Tu irgendwas. Tanzen! Ich hatte schon befürchtet, du chargest ihn jetzt an. Ich hatte es mir überlegt. Ja, ich wusste, dass du dir das überlegt ich hast. Ich wollte eigentlich in die Luft springen. Lauf einfach. Er sieht dich. Er sieht dich. Das ist ihm egal. Ja. Okay. Hallo, Zyklop. Ey! Ja. Du Wichser! Okay, er lässt dich in Ruhe, solange du ihm nicht zu nahe kommst. Das heißt, ich muss hier irgendwie durchkommen und er wird nicht irgendwie... Security, geh doch mal rein. Ja, warte mal, bis ich hier das Schwummen wieder gelegt okay. Hat. Ah, das ist wieder so ein Selbstheilungsprozess. Ja, ja. Da ist zu. Außerdem hat er irgendwas von Quiet gesagt. Vielleicht mag er es nicht, wenn man viel Lärm macht. Also das solltest du auch vermeiden. Hast du dich auch? Der... Ja. Aua, der hast du. Ups. Das... Jetzt wird's experimentell. Das ist aber nervig. Naja, aber ich würde sagen, die Folge ist vorbei und das Experimentieren schieben wir aufs nächste Mal. Ja. Und... Oh, ja, down the drain, das ist schön. War hier oben nochmal irgendwas? Ich glaub, da hinten war ein Journal. Das haben wir schon. Okay. Dann danke fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst uns doch ein Like, einen Kommentar oder Abo da. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn unser Leben den Bach runtergeht. Da war nichts mehr drin, oder? Nein. Nee. Wir können auch zeigen, wie dem Kerl der Schädel eingeschlagen wird. Oh, du meinst dem Dings-Typ? Ja. Ich glaube, der ist schon tot. Ja. Oh, nein, der zupft noch ein bisschen. Okay, gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh.
Hast du richtig schön aufgespielt. Allerwertesten. Ja. Das ist ja immer in den Arsch sticht, das ist echt Wahnsinn. Wow, ach, ich war noch feucht. Nee, wenn du durchs Wasser läufst, kannst du dann noch kurzzeitig nicht mehr an Wänden laufen. Ah, okay. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Weil es bisher auch noch nicht so cool aufkam. Oh.